ihr Niveau herankommt. Sie hat sich ja gestern wirklich so ein bisschen sogar in die erweiterte europäische Spitze gelaufen. 10. beste Kürwertung, 13. Platz insgesamt. Da kann der Kollege Alper Ukka nur von träumen. Wir reichen einen Glückwunsch nach, liebe Zuschauer. Gestern ist er 21 geworden. Alper Ukka aus der Türkei mit anatolischer Musik von Mustafa Erdogan. Mit einem Programm, das natürlich auch Pavlovic offen lässt, und der weiß auch ganz genau, wird nicht klappen mit der Qualifikation für die besten 24. Würde man dazu einem raten, Henrik, dass man mal vielleicht ähnlich wie Tupac Karadimir, dass er sich sagt, ich gehe dorthin, wo die wirklich besten Trainer sind? Das ist eine finanzielle Frage auch. Sicherlich. Er hat ja so ein bisschen einen Schritt gemacht. Andras Sharash, sein Trainer, der ja schon wirklich einige in die Weltspitze gebracht hat. Also das ist natürlich, da gibt es nicht viele Männer der Sonderklasse in Ungarn. Aber zumindest gibt es einen Trainer, der weiß, wie man das macht. Und ich muss sagen, seine Sprünge allein von der Technik haben sich verbessert, muss ich sagen. Obwohl es hier dann letztendlich noch nicht so richtig klappte. Ja, das war schade, dass er wenigstens da nicht noch den doppelten Tulip dran gesetzt hat, weil der einfache bringt dann wirklich nicht mehr viel. Ganz interessant zu der Musik kann man noch sagen. Das ist ein türkisches Remake sozusagen von River Dance, nennt sich Sultans of Dance, und wenn man sich das anschaut, das ist wirklich, also das irische River Dance übersetzt aufs Türkische, von der ganzen Gestaltung und Art und ein bisschen auch von der Musik ähnelt es dieser Show und geht, wie gesagt, zieht auch als Show durch Europa. Ist schön anzusehen, ich habe das Video mal angeschaut, und auch wirklich gute Musik, wie man hier ja von Alper Ukka gezeigt bekommt.
Ja, Kevin van der Perren, der starke Belgier, nach Aussage vieler Experten, einer, der vielleicht für eine große Überraschung hier sorgen kann. Er ist auf jeden Fall in einer ganz, in einer richtig bärenstarken Form nach Lyon gekommen. Und dann Lambiel schwächelte, wo man noch nicht weiß, was die anderen machen. Vielleicht Kevin van der Perren, aber der nächste ist ja schon Brian Joubert, Hendrik, und danach wissen wir eh mehr. Danach wissen wir mehr, ob es hier eine Möglichkeit gibt, vielleicht für Van der Perren, ja, in die Medaillen zu laufen. Also das ist